Und damit hallo liebe Leute und willkommen zu A Link to the Past Randomizer. Ihr habt vielleicht schon, also selbst wenn ihr von Randomizer noch nie gehört habt, habt ihr vielleicht das Spiel an sich erkannt. Es ist tatsächlich A Link to the Past. Das glaube ich dritte Zelda-Spiel, das jemals irgendwann erschien. Damals für die SNES. Ja, ein System, das ich tatsächlich nie besessen habe. Ich habe A Link to the Past tatsächlich jetzt erst auf dem Game Boy gespielt. Und es war großartig. Es ist ein tolles Spiel. Und auch heute noch halt beliebt für, zum Beispiel für Speedruns, aber anscheinend war das einigen Leuten nicht genug und deswegen haben sie einen Randomizer draus gemacht. Also sie haben dafür einen Randomizer geschrieben im Prinzip. Was man dabei macht, ist, man hackt im Prinzip die ROM. Ja, es ist wirklich so ein bisschen barbarisch. Man nimmt sich die ROM und verändert den Bytecode da drin, so dass bestimmte Sachen anders sind. Bei Randomizer ist es so, das ist im Prinzip ein spezieller Spielmodus. Man hat es gerade schon in dem Intro-Video, das tatsächlich auch gehackt wurde, also das verändert wurde, gesehen, gelesen. Die Items sind alle zufällig verteilt. Nicht ganz alle. Und das Spiel ist immer schaffbar, ohne zu cheaten oder so. Aber im Prinzip geht es halt im Randomizer darum, dass man nicht weiß, wo alle Gegenstände sind und man soll trotzdem das Spiel irgendwie schaffen. Und das werde ich jetzt mal versuchen zu spielen, weil ich habe jetzt einige... Also es war vor kurzer Zeit ein Turnier von mehr oder weniger Speedrunnern, Competitive Speedrunning für Randomizer. Richtig cool, sehr schön. Und jetzt will ich auch mal Randomizer ausprobieren. Das A Link to the Past ist an sich schon ein wirklich gutes Zelda-Spiel. Und gleichzeitig Randomizer macht es nochmal ein bisschen verwirrender, schräger und bekloppter. Wenn ihr euch schon mit Randomizer auskennt oder wenn ihr euch jetzt mal Randomizer das Turnier angucken wollt oder so, ich werde nicht Open Mode spielen, das heißt, wir haben einige Items, die festgesetzt sind, die nicht verändert wurden. Und ich werde auch nicht Speedrun, weil das kann ich einfach nicht. Ich spiele zum ersten Mal Randomizer und ich spiele zum ersten Mal seit 5 Jahren A Link to the Past. Heilige Scheiße. Zudem spiele ich halt mit einem Emulator und auf meinem Xbox 360 Controller und mal sehen, wie gut das funktioniert. Ja. Weil mit dem Xbox Controller bin ich sowieso schon scheiße. Okay, starten wir mal durch. Übrigens, wenn ihr selber Randomizer spielen wollt, es gibt eine, wahrscheinlich packe ich irgendwie den Link zur Randomizer-Webseite in die Videobeschreibung. Guckt da mal hin. Alles, was ihr selber noch besorgen müsst, ist im Prinzip ein Emulator und eine Link to the Past ROM. Und die kann man im Internet schon irgendwo besorgen, Zwinker. Ja. Seht so, Leute, das Spiel ist fast so alt wie ich. Ich glaube, da müssen wir uns um bestimmte Sachen keine Sorgen mehr machen. Egal, wir starten mal durch. Jetzt muss ich ein bisschen hier gucken. The seat is the worst. Ja, apparently. Ja, Prinzip. Also eigentlich ist die ROM von der japanischen Urversion, von der japanischen 1.0er-Version, aber im Prinzip sind alle Texte ins Englische neu übersetzt worden. Meistens eher humorvoll und nicht so wirklich original. Deswegen werde ich mir womöglich auch Zeit nehmen, Texte zu lesen. So, das ist A Link to the Past. Wenn ihr A Link to the Past nicht gespielt habt, tut's mal, es ist wirklich ein gutes Zelda. Oder alternativ halt das Remake A Link Between Worlds, das jetzt für den 3DS vor ein, zwei Jahren, drei Jahren, oh Gott, ich werde alt, rausgekommen ist. War auch gut, war auch wirklich gut. So, ich kann hier rumlaufen, relativ easy, ich kann auch gleich alles aufheben, brauchen wir nicht. Wir haben volle Herzchen und wir können diese Kiste aufmachen. Wo ein Herzcontainer drin ist, was im Originalspiel nicht der Fall ist. Das heißt, das ist schon unser erstes Random-Objekt. Normalerweise ist da die Lampe oder Rubine drin, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist schon eine Weile her. Wir gehen raus, unserem Onkel hinterher. Wir können auch hier einfach runterspringen und mit den Typen hier quatschen. All the adults should travel at night. Arschloch. Bin der auserwählte Held. Wen hält er sich? Ja, wir können ein bisschen rumlaufen, ist nicht der schnellste Weg, ich weiß. Guckt euch diese Regeneffekte an. Mega geil. Und dann latschen wir hier oben zum Schloss Hyrule. Dying Uncle this way. Ah, sehr hilfreich. Oh, Spoiler! Der Onkel stirbt. Oh nein. Ja, ich werde jetzt nicht mit Spoilern irgendwie zurückhalten. Ich nehme mal an, dass viele von euch No Long So Loud A Link to the Past kennen. Wenn nicht, dann spielt's. Mit dem kann man nicht quatschen und der Stein ist zu schwer. Mann, ich will meine Stiefel, meine Schnellrennstiefel.
Und hier, boah, was könnte hier wohl unter dem Busch sein? Hier ist ein geheimer Eingang. Weil irgendwie gibt es in Schloss Hyrule immer einen geheimen Eingang. Was ist das für ein bekacktes Schloss? Also klar, eine Fluchtroute, ja, gibt es aber auch in diesem Schloss Hyrule, aber es gibt auch immer irgendwie einen geheimen Eingang. Und da ist der Onkel, der uns tatsächlich nicht randomisiert das Schwert gibt. Und er ist tot. Ich kann nicht mehr mit ihm quatschen, aber jetzt habe ich immerhin das hier. Ich muss sagen, das mit dem Xbox-Controller funktioniert ganz gut. Hier drüben ist noch eine Kiste. Funktioniert ganz gut und kriegt gleich eins aufs Maul. Toll. Neue Kiste, Herzteil. Okay. Können wir ein bisschen Magie-Container bekommen. In der Link Between Worlds hat man ja diese Ausdauerleiste, die sich voneinander auffüllt. In Link to the Past, jetzt darf ich den nicht verwechseln, müssen wir diese Magiefläschchen immer wieder aufsammeln. Und im Prinzip müssen wir jetzt erstmal die Prinzessin finden. Die ist nämlich in diesem Schloss, um mal ein anderes Nintendo-Meme aufzugreifen. Eigentlich könnte ich die auch ignorieren. Aber hey. Was wir auch noch machen können, das kenne ich von den Speedrunnern. Ach, wenn man da durchkommt mal. Ist an diesem Baum ziehen. Nee? Okay, geht noch nicht. Cool. Normalerweise kann man an den Baum ziehen und dann kommt der Scheiß raus. Okay. Und jetzt sind wir im Schloss. Bei Open Mode ist es tatsächlich so, dass man praktisch überall schon gleich hin kann. Wir werden jetzt ja hier ein bisschen auf eine bestimmte Route geführt. Nämlich runter ins Verlies. Hat man ja auch in der Cutscene kurz gesehen am Anfang, dass da die Zelda in ihrem Kerker hockt. Und dass dieser böse Magier anscheinend irgendwie junge Frauen opfert, was irgendwie ein bisschen schräg ist. Okay, Herzchen haben wir. Ich bin erstaunt, ich bin noch nicht gestorben. Ah, die Sounds, so schön retro. Retro, ja, geht nie. Oh, eine blaue Wache. 3 Hitpoints. Ah. Kiste, noch ein Herzcontainer, sehr schön. Schlüssel sind zum Teil später in den richtigen Dungeons auch zufällig verteilt. Haha. Der musste sein. Aber wenn Gegner Schlüssel haben, dann glaube ich nicht. Ach, so. Das musste sein. Ich kann natürlich auch den hier machen. Immer wieder schön. Oh, das hat funktioniert. Schön. Ja, ich muss manchmal mitsummen. Ich finde den Soundtrack so cool. So schön. Oh, Bomben. Jawohl. Ich glaube, das wäre standardmäßig auch nicht vorgekommen, aber wir haben jetzt tatsächlich 8 Bomben eingesammelt. Guter Drop. Damit können wir eine ganze Menge machen. Na komm her, Schweinebacke. Doch. Wir müssen aber hier rein. Das weiß ich noch. Noch ein Herzchen. Ich wünschte mir ein paar Objekte mehr. Aber ich weiß nicht, ob vielleicht in diesem Modus einfach bestimmte Sachen nicht im Schloss Hyrule auftreten. Tak, 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 tak. Dieser komplett sinnlose Zwischenraum. Keine Ahnung wieso. Und wir können uns diese Töpfe hier nehmen, weil gleich kommt hier der Obermotz mit seinem Morgenstern. Und der ist ziemlich böse, aber Töpfe an Köpfe zu werfen, bringt richtig viel Damage. Batz, und dann ist er tot. Großer Schlüssel. Aufmachen. Erst die Kiste looten, dann Zelda anquatschen. Ach ja, wir müssen jetzt mit dir fliehen. Okay, 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 okay. Das heißt, wir müssen wieder hoch. Ah, ich... Schön, dass ihr uns gar nichts sagt. So, oh, mein Held. Oder du bist der auserwählte Held. Hier, hab meine Ocarina. Oder so ein Kram. Nee, nee. Pff, ja, hier, komm. Als Maul. Führ mich einfach hier raus. Ich weiß nicht, ob das der schnellere Weg ist, aber dann müssen wir uns nicht mit Wachen, die wir übrig gelassen haben, rumprügeln. Zum Beispiel den beiden da. Ich glaube, Gegner, die man die Kante runterschubst, die spawnen neu, ne? Ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber den Typ habe ich nicht runtergeschubst und so weit. So.
Wir müssen in den Thronsaal. Im normalen Spiel sagt sie einem das auch, aber... Und so, oh, ich glaube, es gibt ein... 20 Rubine. Rubine sind gut. Rubine können wir auch gebrauchen. So nach dem Motto, oh, ich glaube, es gibt einen geheimen Ausgang hinter dem Thron. Ich weiß, Spoiler. Aber dann müssen wir da mal hin. Easy peasy. Hier können wir einfach durchrennen. Die können wir ignorieren. Sind total unwichtig, die Typen. Und müssen wir jetzt von der Seite... Ja, wir müssen nämlich mit vereinten Kräften schieben. Das fand ich ziemlich cool. Wenn man nämlich alleine schiebt, dann passiert da gar nichts. Und dann müssen wir jetzt los. Wir haben die Lampe nicht. Trotzdem ist es hell. Keine Ahnung, was hier passiert. Magic. Es kann nur Magic sein. Oder Zelda hat eine Lampe. Keine Ahnung. Beim Open Mode hast du nicht mal die Garantie, dass du eine Lampe bekommst. Was ein bisschen schräg ist. Ah, die Schlangen, da erinnere ich mich, die machen ordentlich Damage. Sollten wir vielleicht mal wegräumen. Biene. Und nochmal runter. Bomben. Bomben. Bomben sind gut. Uah. Hier eine... Ein Schlüssel einsammeln. Ja, hier brauchen wir einen Schlüssel. Ah, da ist eine Kiste. Schlüssel. Sehr gut. Ja, noch durch da. Meine Güte. Mit dem Analogstick zu steuern ist ein bisschen trickiger. Ich bin halt der Steuerkreuz gewohnt bei Legend of Zelda. Zumindest offen. Bei Link to the Past. So. Platsch, 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 platsch. Hier schön durch die kaiserliche, nee, königliche Kanalisation warten. Ah, hier geht's einfach durch. Wie? Und ich glaube, einer dieser Ratten hat einen Schlüssel. War das so? Ja. Genau. Damit rennen wir jetzt hier hoch. Und jetzt ist es nicht mehr dunkel. Weil wir jetzt tatsächlich Bomben gespawnt bekommen haben, können wir tatsächlich hier gleich durchbrechen. Ja. Sau. Und zwar mit... Womit eigentlich? Ah, mit X. Okay. Also mit... Ich glaube, das ist nämlich ganz schräg. Die Tasten auf dem Xbox-Controller und auf dem SNES-Controller heißen genau gleich, sind genau die gleichen Zeichen, aber sie sind verkehrt herum. Das ist total schräg. Deswegen, ja. Da eine Rubine, schön. Die Karte, die uns absolut null bringt. Und noch ein Herzteil. Sehr schön. Ich weiß auch nicht, warum es da zwei Möglichkeiten gibt, reinzukommen, aber naja. Und jetzt kommen wir jetzt schon raus. Nee, noch nicht. Da kommen noch ein, zwei Räume. Aber wir sind schon fast da und dann haben wir auch den Notausgang hinter uns. Hier müssen wir nochmal einmal Hebelchen ziehen. Ich glaube, die richtige Lösung ist rechts. So. Ja, okay, gut. Haben sie nicht zwischen den Versionen geändert. Dann blabli blub, ja, du hast mich gerettet, sehr schön. Go be a hero, yay. Be careful, yay, werde ich. Hier gibt's noch eine Kiste. Yay, 20 Rubine. Und jetzt beginnt eigentlich so richtig das Spiel. Normalerweise ist es ja so, dass man jetzt erstmal zu Sahashral, wie auch immer er heißt, in Kakariko. Wo zum Geier ist die Karte? Hier ist die Karte, gut. Kann auch weiter rauszoomen. In Kakariko, das ist... Kann man meine Maus sehen? Ja, kann man sehen. Das ist hier. Da soll man erstmal hin. Und sich sagen lassen, was zum Teufel sollen wir jetzt nächstes tun gegen diesen bösen Zauberer. Verzeihung. Da das hier Randomizer ist, ist das nicht so wirklich... Musst du das nicht machen. Ab jetzt ist wirklich alles so ziemlich offen. Ihr könnt schon auf der Karte sehen, wir haben hier in der Lichtwelt, es gibt ja dann ja noch die Schattenwelt, oder dunkle Welt oder whatever, gibt es drei Tempel. Nur auch was in den Tempeln drin ist, also die großen Belohnungen, also Kristall oder Amulett, glaube ich, waren das, ist zufällig verteilt. Wir haben in Heras Turm zum Beispiel das blaue Amulett, Osttempel heißt er, glaube ich, den vierten Kristall und im Wüstentempel den fünften Kristall, der nochmal für irgendwas wichtig ist. Ich glaube, wenn man den fünften und den sechsten hat, kann man die große Bombe bekommen oder sowas.
Da war nochmal irgendwas, deswegen ist er auch speziell eingefärbt. Das heißt, auch alle Kristalle sind wirklich zufällig verteilt. Und wir brauchen ja eigentlich nur die Kristalle haben. Also, du kannst tatsächlich das Spiel abschließen, ohne die Amulette zu holen meistens. Also zumindest Randomizer. Du musst nur die Kristalle zu Ganons Turm irgendwie bringen. Nur wie kommen wir zu Ganons Turm ist die nächste Frage. Ne? Dafür sollten wir jetzt erstmal ein bisschen Zeug abgrasen. Es gibt nämlich viele, viele, viele Sachen, die wir bekommen können, ohne in einen dieser Tempel reinzugehen, auch an Gegenständen, weil halt alles zufällig verteilt ist. In allen möglichen Kisten jetzt, auch in der Lichtwelt, liegen coole Items versteckt. Und wenn ich mich jetzt mal nicht erledigen lasse, dann könnten wir da auch mal hin. Das steht eigentlich hier drauf. Gregor Village, okay, total langweilig. Erstmal will ich aber kurz hier oben reingucken, weil es gibt eine schöne Route, die ich von Speedrunnern gesehen habe. Weg mit euch. Ah! Ich hasse die Viecher. Ja, ich krieg voll aufs Maul, ich weiß. Kann man an den Baum ziehen? Ja, kann man, und man kriegt Pfeile. Schön. Das meinte ich von wegen und Baum ziehen und man kriegt Shit. Ist der hier? Nee, ist der. Na gut, da ist auch mal so eine Krabbe. Und die lässt Bomben fallen. Auch sehr schön. Wir brauchen aber nicht so... Brauchen wir noch Bomben? Ja, ein paar, aber nicht viele. Und eine Sache, die ich jetzt noch kurz gucken werde, ist... Mal hier rein. Weil hier gibt es einen Gegenstand. Plus 5 Pfeile, also einen größeren Köcher. An diesen Gegenstand kommt man nämlich nur ran, wenn man den bösen Zauberer einmal besiegt. Weil dann passiert auch etwas in der Lichtwelt, nämlich diese beiden Holzköpfe hier. One of us always lies. One of us always tells the truth. It's a paradox! Ja, wenn man den bösen Zauberer besiegt, dann kommen die hier endlich durch den Baum durch. Und man kann halt zu diesen plus 5 Pfeilen. Aber dadurch, dass es halt Randomizer ist, könnte bei den plus 5 Pfeilen auch was ganz anderes liegen. Aua! Pisse er sich. Jedoch. So, hier im Wald gibt es auch ein, zwei Gegenstände. Guck mal kurz hier, war das, glaube ich. Genau. Die Krafthandschuhe. Normalerweise liegt hier ein paar Rubine oder Pfeile oder whatever. Wir haben jetzt gleich die Krafthandschuhe, mit denen wir Steine aufheben können. Sehr cool. Damit öffnen uns sich viele Möglichkeiten mehr. Und wir können hier einmal runterfallen. Bekommen die blaue Rüstung. In Randomizer ist es übrigens so. Es gibt ja halt in A Link to the Past drei Arten von Rüstung. Die grüne, die hat man von Anfang an, die blaue und die rote. Wenn man solche auflevelbaren Gegenstände findet, dann findet man immer die nächste Stufe. Egal in welcher Reihenfolge man sie abklappert. Also, have you seen Andy? He's out looking for our prized evil medallion. I wonder where you... Anspielungen auf Speedrunner. Ja, also auch wenn ich diesen Ort nicht gecheckt hätte und irgendwo anders eine Rüstung gefunden hätte, ein Rüstungsupgrade, dann hätte ich zuerst das blaue Upgrade gefunden. Man findet halt im Prinzip Upgrades. Was okay ist, was voll cool ist. Wir rennen jetzt hier... nicht der Typ. Das sind Diebe. Anscheinend in diesem Zelda-Teil die Diebe im Wald hocken. Okay. Wir rennen jetzt runter nach Kakariko Village, denn da gibt es viel Shit für uns zu holen. Und wir kommen, glaube ich, auch fast an alles ran. Weil wir einerseits Bomben haben und andererseits die Handschuhe. Ich glaube, wir gehen als erstes hier... Randomizer, don't breed me to go beat Ganon. Oh Mann. Wenn wir den Leuten reden. Wir gehen erstmal hier runter zu Blind. I'm just some dude, this is Blind Sat. Okay. Das ist gar nicht Blind. Okay, ich dachte, das wäre Blind. So, und hier gibt es nämlich 4 Kisten und in diesen Kisten kann alles Mögliche sein. Das Masterschwert. Wir können tatsächlich das Masterschwert finden, einfach so. So, jetzt muss ich nur mal kurz rallen, wie zum Teufel ich die am blödesten schiebe. Ich kann auch erstmal hier die Bombe legen. Weil dahinter ist noch mehr. Ist noch eine Kiste. Gott, das sieht immer so einfach aus bei den Speedrunnern. Ich glaube so. So, dann kommen wir zumindest an die 20 Rubine. 300 Rubine. Boah, wir sind fett mit Zeug ausgestattet. Ja, okay, 20 Rubine. Und plus 5 Pfeile Maximum. Schön. Dann kommen wir hier hin.
Und eine Flasche ist sehr gut, weil damit können wir in Kagriko Village auch was anfangen. Denn nur wenn man eine Flasche hat, kann man das kranke Kind besuchen, von dem man normalerweise das Schmetterlingsnetz bekommt. In Randomizer bekommt man da aber alles Mögliche. Man braucht halt nur eine Flasche. Und das grüne Zeug in der Flasche füllt halt die Magieleiste auf. So, wir können auch hier oben einmal hier reinjumpen. Und dann finden wir hier noch mehr Shit. Also Kakariko Village lohnt sich am Anfang. Der Hammer, sehr nice. Ist der Hammer. Der einzelne Pfeil. Ein Herzteil und damit haben wir 4 gesammelt. Sehr schön. Hier ist noch eine Kiste. Es ist wahnsinnig, wa? Man könnte fast meinen, das ist einfacher als das Grundspiel. Bin ich mir nicht sicher. Dadurch, dass wir auch halt einfach nur Scheiße finden können. Aber wir haben einigermaßen Glück. Mit dem Hammer können wir, glaube ich, auch in die dunkle Welt sofort. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt in die dunkle Welt gehen würden, würden wir uns in ein Häschen verwandeln. Mit dir quatschen? God help, the creeper Rand is here. Oh. Das habe ich vergessen, dass das passiert. Das wusste ich gar nicht mehr. Cool. Bei dem können wir für 100 Rubine was kaufen und ein Herzteil, nicht so schlimm. Ja, also wir haben halt keinerlei Garantie, dass irgendwas Gutes gedroppt wird. Deswegen ist so ein bisschen... hier ist was drin, das weiß ich. In diesem winzig kleinen Haus, das ist plötzlich viel, viel größer. Achso, hier ist der Laden. Ich kenne nicht alles auswendig. Vergibt mir, Leute. So, den Typen können wir auch nicht wirklich was machen. Hier kann man, glaube ich, durch die Wand brechen. Ja, okay. Boom. Noch ein paar Hühnchen in die Luft gejagt. Ach nee, Kukos. Hier sind ja Kukos. Noch ein Herz. Jede Menge Herzteile. Was eigentlich ganz schön ist, weil ich bin nicht besonders gut. Und so weit. Ist das hier das... Ja, das müsste das Kind des Krankenhauses. Genau. Also können wir mit dem Viech labern. Mit dem Viech. Mit dem Typen. Und kriegen nur 20 Rubine. Naja, okay. Wir können aber gleich noch eine Sache machen. Wir können nämlich hier hinten in die Taverne rein. Oder in die Bar oder whatever. Schön kindergerecht hat sich in Link Between Worlds als Milchbar ausgekleidet. Sehr schön. Fand ich okay. Fand ich süß. Haben wir damit alles? Die Tussi schwärzt uns auch nur wieder an. Das weiß ich. Wir sind alle total paranoid hier. Ich glaube, damit haben wir das meiste. Hier war nichts. Hier war nichts. Kann man, glaube ich, schlafen und seine Lebenspunkte auffüllen. Wenn man das unbedingt verbraucht. Gut, ich bin mir fast sicher, dass ich irgendwas übersehen habe. Das bringt uns, glaube ich, noch nichts, dahin zu gehen. Dafür brauchten wir erst das Pulver. Na, gucken wir erstmal hier in die Bibliothek. In der Bibliothek findet man, oh Wunder, normalerweise das Buch, aber auch nur, wenn man die Pegasus-Stiefel hat. Wenn man die da runterschlagen muss, da ist aber nichts Interessantes drin. Nur 20 Rubine, die werden wir nicht wirklich brauchen. Eine Sache, die wir uns auch mal angucken können, ist hier, ich werde einfach direkt versuchen. Wie gesagt, ich bin kein Speedrunner. Normalerweise würde ein Speedrunner wahrscheinlich erstmal gucken, was es da überhaupt hinter diesem kleinen Rennspiel gibt. Aber wir werden einfach mal das Rennspiel zumindest zum Teil machen und gucken, was wir dann geschenkt bekommen. 15 Sekunden, um zur anderen Seite zu kommen. Wenn ich jetzt nicht hängen bleiben würde, könnte ich das sogar schaffen. Und da ist noch ein Herzteil. Nehmen wir mit. 10 Sekunden. Yay. Okay, cool. Dann können wir hier runterjumpen. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter die Oberwelt oder die Lichtwelt absuchen. An zwei Stellen werden wir nochmal vorbeikommen müssen. Ist halt einfach so. Wir haben noch keine Schaufel, das heißt, da können wir noch nichts machen. Genau, wir würden uns in der Schattenwelt erstmal in ein Häschen verwandeln. Und um das zu verhindern, bräuchten wir die Mondperle, die wir nicht haben. Das heißt, es ist für uns relativ sinnlos zu versuchen, irgendwie... Ja, und Handschuhe sei Dank, können wir jetzt hier lang. Es ist für uns relativ sinnlos zu versuchen, in die Schattenwelt zu kommen. Aber wir können halt hier noch einige Sachen machen. Es gibt zum Beispiel hier... die Möglichkeit, einerseits so eine Truhe abzugreifen.
Aber es gibt da noch ein kleines anderes Rätsel. Nämlich, wenn man das Wasser hier ablässt, dann erscheint in dem Pool hier ein weiterer Gegenstand, den man einsammeln kann. Man muss nur hier hinten hin. Und den rechten Schalter ziehen. Ich weiß nicht, wieso rechts. Und dann ist in dem kleinen Tümpel hier, ich glaube normalerweise ein Herzteil. Aber wir haben einen Herzcontainer rausgezogen. Die Fische kann man tatsächlich durch die Gegend tragen. Man kann die aufsammeln. Und man kann sie auf jeden Fall in den nahegesehenen See schmeißen. Ist das der Hylia? Ist das der Hylia-See? Ich glaube ja. Und dann kriegt man von denen 20 Rubine. Aber ich habe gehört, dass man sie auch verkaufen kann an den Händler. So, hier sind haufenweise Octoroks. Und ich habe kein Schild. Ja, wir haben kein Schild. Keine Garantie auf ein Schild. Also irgendwann wird schon mal einer kommen, denke ich mal. Aber nichts garantiert. Aber um den See Hylia herum kann man tatsächlich auch schon viel Zeug absahen. Musst du diese Viecher hier erledigen. Oh, ups. Ja, das war nicht so clever. Das war auch nicht so clever. Oh, es hat funktioniert. Ja, krass. Man kann aber auch... Man kann irgendwie hier rüber glitschen. Über die Ränder der Löcher. Habe ich gesehen. Ah. Habe ich schon gesagt, dass ich echt scheiße bin? Geht doch. So, jetzt brauche ich wieder Herzcontainer, um meine Lebensmittel aufzufüllen. Und hier kriegt man haufenweise Shit. So viel Geld brauchen wir, glaube ich, um das Spiel abzuschließen, gar nicht mehr. Und noch ein Herzteil. Was uns wieder voll aufgefüllt hat. Sehr schön. Hat sich mäßig gelohnt. Also klar, Herzteile sind schön und gut, aber im Prinzip suchen wir ja nach Gegenständen, die uns helfen, Tempel zu schaffen oder in die Schattenwelt zu kommen. Das war knapp. Die Viecher kann man, glaube ich, nicht einfach so mit dem Schwert angreifen, dann kriegt man einen Elektroschock. Das Viech habe ich noch nie verstanden, wozu das eigentlich da ist. Ich glaube, da war einfach der Zeichnungsabteilung irgendwie langweilig oder sowas. Ganz generell, Link to the Past ist nach modernen Standards irgendwie ein seltsames Spiel, finde ich. Es gibt so Sachen, die wirklich einfach nur schräg sind. Warum? So, und hier, in dieser Höhle findet man, glaube ich, normalerweise den Eisstab. Wir kriegen noch eine Flasche mit diesmal rotem Glibber, das füllt die Lebenspunkte auf. Werde ich vielleicht irgendwo brauchen. ich glaube, damit war es das hier. Mit dem Typen gibt mir, glaube ich... Have you met my brother? He's more richer than I am. Okay, hier kann man aus den Töpfen, glaube ich, haufenweise Kohle ziehen, wenn man unbedingt braucht. Ich kenne, wie gesagt, nicht alles auswendig. Wir können jetzt ein paar Dinge tun. Wir haben nicht die Items, um einen der Tempel fertig zu machen. Wir können erstens zu den Zoras hoch. Dafür braucht man, glaube ich, nur die Handschuhe. Das heißt, wir können zu König Zora hoch und ihm halt einen Gegenstand abkaufen, der nicht zwangsläufig die Zora-Flossen sind, aber halt irgendwas anderes. Wir können auch, glaube ich, versuchen, den Todesberg zu besteigen. Obwohl ich nicht weiß, ob es wirklich der Todesberg ist, weil am Todesberg müssen ja die Goronen leben. Oder wir versuchen einfach einen der Tempel... Ja, in den Wüstentempel kommen wir noch gar nicht. Dafür brauchen wir das Buch. Ja, aua. Oder wir versuchen, den Osttempel so weit zu machen, wie wir können. Gibt's hier noch was? Ich glaube, hier gibt es nur eine Fee drin, ne? Okay. Ich glaube, ich versuche... Gehe ich in den Osttempel? Schwierig. Ist wirklich nicht trivial. Au. Wir können auch nochmal bei Sahashrazrazrazrazra vorbeischauen, weil der hat noch ein bisschen Zeug in seiner Garage. Richtig, das sollte ich nicht vergessen. Oh, eine Flöte wäre jetzt cool. Die Flöte wäre jetzt richtig cool. Muss ich nicht die ganze Zeit durch die Gegend laufen. So ein bisschen doof.
Gucken wir mal, was er Hashrasrasrala in seiner Bude hat. Einerseits können wir ihn fragen, wo das grüne Amulett liegt, weil wenn man das grüne Amulett hat und ihn wieder anspricht, bekommt man auch noch einen Gegenstand. Want something for free? Go earn the green pendant in Swamp Palace and I will give you something. Okay. Wir müssen aber wirklich gar nicht die Amulette bekommen, weil die Amulette braucht man... Also wenn man die Amulette alle drei hat, dann kann man halt so gesehen das Schwert aus dem Sockel ziehen, nur dass halt da womöglich was anderes drin ist. Kohle, Kohle, Kohle. Rubine bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, ich besuche jetzt erstmal König Zora, weil für den brauchen wir 500 Rubine und Kohle haben wir bis zum geht nicht mehr. Billige. Ja, aber ich glaube, die Reise dorthin, das werden wir erst nächste Folge haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Auf jeden Fall wünsche ich einen schönen Tag noch und ich muss jetzt mal kurz... So.